Ja, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge beim Bus Simulator 06. Natürlich 2016. Ja, wir wollen in dieser Folge einmal. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht erstmal diese Strecke hier fertig machen. Dann haben wir es hinter uns. Auch wenn ich da nicht so Bock drauf habe, aber ach komm. Machen wir jetzt. Dann können wir die nämlich endlich außer Acht lassen. Außen vor lassen. Und ja, wir nehmen hier mal, ist eigentlich völlig wurscht, welchen wir nehmen. Und dann kann es losgehen. Ah, überfüllte Straßen. Alles klar. Also, zuerst Radio. Na, das soll mal jemand verhindern. Geschwindigkeitsregler an. Und was ist das denn hier? Scheibenwischer? Ist auch bei dem auf der Seite. Ist ja auch interessant. Gut, auf geht's. So, hier in dem Bezirk ist es noch ein bisschen langsam, weil wir hier die 30er-Zone haben, aber das wird natürlich noch ein bisschen schneller. Nur wir wollen ja auch nicht geblitzt werden, ne? So, jetzt fahren wir ja in den anderen Bezirk rüber und das geht einfach nur darum, dass wir die so fertig fahren, dass jemand anderes die dann, der Computer die dann übernehmen kann, weil das ist eine echte Scheißstrecke. Und naja, aber ach, dann haben wir es hinter uns, wisst ihr. Dann haben wir es hinter uns und gut ist. Eieieiei. Südtiroler Straße. Eine normale Fahrkarte. So, normal. Oh. Ne, alles gut. Normal. Einzel. Zack. 280. Vielen Dank. Bitte. Zwei Fahrkarten, bitte. Zwei Senior. 220. Danke, mein Lieber. Bitte. So, 1, 2, 3. Alt F. Q. Und. Oh, was ist los? Alt. So. Nicht mit dem Busfahrer pfeifen. Schnell über die Ampel, bevor die sich's anders überlegt. Nächster Halt, Neue Straße West. So, durch den Kreisel müssen wir, glaube ich, noch häufiger, ne? Wie spät ist es? Ich weiß es nicht, aber wir liegen gut in der Zeit. Keine Angst. 2:19. Nicht schon wieder verärgern, weil wir zu spät dran sind. Halt die Fresse. Wir sind nie zu spät. Sie ist nur immer zu früh dran. So, das sah knapper aus, als es ist. Mit dem Auto. Man muss so fahren. Oha. Und die nächste ist ganz schön voll. Ja, okay, geht so. Sah erst mehr aus. Neue Straße West. So. Und seid ihr zu spät jetzt oder was? Nörgler. Hallo, ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Das wage ich zu bezweifeln. Danke. Einen schönen Tag. Wir waren Kaffee trinken und alles lief gut. Dann fängt sie auf einmal an, über meine Aura zu reden und wie die Energie der Welt mühelos... Lässt er uns? Der lässt uns. Blödsinn. Aber natürlich. Aufpassen. Was ist heutzutage nur mit den Leuten was? Los? Ach so, oh, Entschuldigung. Ich bin aus Versehen auf die Handbremse gekommen. Pizza essen ah, ist natürlich Leute. Bitter. Gibt ein Minus direkt. Aber
interessiert mich jetzt mal nicht. Wir wollen nur diese blöde Strecke fahren. Ja, Leute. Alter, ey. Letzte Folge hatten wir uns erst die Vorfahrt genommen und jetzt schon wieder fast. Und ich krieg dann wieder die Strafe, ne, ey. Diesmal war es zum Glück nur knapp. Aber trotzdem. Habt ihr es bald? Ist ja nicht so, dass wir nur wenig Zeit haben, ne? Ich brauche nur eine Fahrkarte. Ja, sollst du auch nur kriegen. Danke. Einen schönen Tag. Ich brauche eine Fahrkarte. Gibst du mir eine Fahrkarte, oder was? Bisschen besoffen, wa? Aber zwei normale Wochen? Oh, Alter, das ist unser teuerster Preis. Vielen Dank. Ach, wir müssen die abweisen? Naja, für 70 Euro ist mir das auch scheißegal. Im Ernst? Da geben die uns ein Minus, weil wir einen Besoffenen... Oh, da wartet noch einer. Weil wir einen Besoffenen hierher genommen haben. Sollen wir den hier stehen lassen, dass er verreckt oder was? Ich meine, für die 70 Euro ist doch perfekt gelaufen. So, der Weiße lässt uns rein. Vielleicht auch schon vorher, wenn wir noch ein bisschen drängeln. Hey, das kann dauern. So. Jetzt lässt uns der Grüne rein. Wenn die hier vorne nochmal fahren würden. Die Ampel kriegen wir sowieso nicht mit. Das T-Shirt? Ja, es sieht toll aus. Wo hast du es gekauft? Es gibt einen sehr netten Laden im Wohnbezirk. Wollte ich gar nicht. Ich wollte F1 drücken eigentlich. Ich muss ihn mir ansehen. Ah. Alter. Ich meine, gut, dass wir hier 4 Minuten noch über haben, aber wird trotzdem schwierig, ne? Weil wir hier schon seit 1,5 Minuten stehen. Schon noch die nächste Ampelschaltung, die nächste Rotphase abwarten. Der hat sich's anders überlegt, wo er hin will. Ach, der will da wieder rüber, um die Leute, die Autofahrer zu nerven, ne? Toller Plan. Wegen dem müssen wir gleich wieder warten. Na gut, der ist ja doch relativ zügig. Drei Minuten 30. Also das hat jetzt ungefähr über 2 Minuten gedauert, ne? Das, wie wir da an der Ampel standen. Bin ich mal gespannt, ob das noch aufgeht. Aber wir haben ja eine Menge Zeit, um das wieder rauszuholen oder einzuholen. Haben wir eigentlich Glück gehabt sogar noch, wenn man es genau genommen will. Boah! Junge, fahr doch! Ran und bremst dann ab. Ich habe ein Online-Video gesehen, in dem erklärt wird, wie sich die Farbe der Augen abhängig von der Ernährung ändert. Da hat er wohl einen Freund jetzt verloren. Was? Das ist unmöglich. Die Pigmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes isst. Ich weiß gar nicht. Tun sie das. Ich weiß gar nicht, warum wir befreundet sind. Oh mein Gott, wieso sind wir eigentlich miteinander befreundet? Ich mag diesen Spruch, der ist so bitterböse. Und so ernst gemeint, also ernst gesagt. So, 2:20. Ist die Bushaltestelle schon in Aussicht?
Jetzt haben wir hier wenigstens schöne freie Fahrt. Ja, das ist kein Zebrastreifen. Da sind keine Zebrastreifenschilder. Ah ja, guck mal, da ist die Bushaltestelle schon. Dann war der Weg lang genug. Konnten wir es wieder ausbügeln. Konzerthalle, Graben. So. Eine Fahrkarte bitte. Danke. So, mal gucken, was der Busfahrer zu mir sagt, wenn ich mein Lieber sage. Weil das haben auch schon Männer gesagt hier zu uns. Eieiei, ist das eng hier. Haben wir schon ein Minus bekommen, nur dieses blöde Abbremsen, ne? St. Andreaskirche. Aber sonst läuft es wirklich gut auf dieser Strecke. Da hatten wir sonst einmal richtig Probleme. So, alle ein- und ausgestiegen. 1, 2, 3. Danke sehr. So, sind wir wieder in unserem Kreisverkehr. Nächster Halt, Neue Straße. Ost. So, einmal komplett rum. Quasi einmal wenden. Aber 6 Minuten 50. Holla. Das dürfte denn ja schon fast die letzte Station sein. Die vorletzte wahrscheinlich. Oh, was ist hier los? Ich glaub's nicht, dass du bei diesem Bild gefällt mir angetippt hast. Ich geb dir nie wieder mein Telefon. Entspann dich, das war ein Versehen. Es hat sowieso schon tausende Likes. Jetzt halten mich die Leute für einen Stalker. Mhm. Dafür wurde Facebook programmiert, damit man bloß nicht guckt, was andere machen. Weil man ja sonst ein Stalker ist. Na gut. Aber die Oma nicht mehr. Nicht mehr, habe ich gesagt. So, der nette Busfahrer von nebenan. Nimm mir die Vorfahrt! Oh, Bushaltestelle übersprungen. Neue Straße, Ost. Wahrscheinlich hatte der andere damit gerechnet. Bitte hinterlassen Sie im Bus keinen Müll. Vielen Dank. Ah, das war jetzt natürlich der größere Fehler, dass wir hier diese Bushaltestelle übersprungen haben. Naja, sind wir gleich viel besser in der Zeit, ne? Ja, das tut mir auch ganz doll leid. So, dafür nehmen wir die mit. So, 5 Minuten oder 3 Minuten zu früh. Neue Straße, Ost. Ihr braucht nicht einsteigen. Ist das nicht die letzte? Oh, hallo. Habt ihr das eine nicht gesagt? Fahrkarte, bitte. Na gut. Danke. Einen Hallo. Schönen ich brauche eine Einzelfahrkarte. Ich gehe zur Schule. Eieiei. Bring mich bitte nicht um. Ich gebe Ihnen mein ganzes Geld. Oh, Gott sei Dank. So. Kuh war's.
Ja, nicht ganz erst rein. Da war ich so von dem Auto abgelenkt, wo wir eine Vollbremsung machen mussten. Weil uns das wieder mal die Vorfahrt genommen hat. Dass ich mal flockig da eine Bushalte verpasst habe. Aber so eine großen Abstände waren es jetzt auch nicht, ne? Dass man da jetzt so weit gehen musste. So, und trotzdem sind wir in der Zeit wieder relativ knapp. Wir hatten mal 3 Minuten Vorsprung. Also hier kann die Ampel rot, ruhig roter, ein rechter grüner Pfeil sein, ne? Wenn die links abbiegen, dann dürfen wir ja eigentlich dann auch. Aber naja, müssen wir mal mit dem Verkehrsplaner hier reden. So, wie sie alle ihr Smartphone in der Hand haben, ne? Bis auf der eine, der hat keins. Sonst hätte er es auch in der Hand. Nee, wir müssen links abbiegen, ne? Mama, ich habe eine tolle Neuigkeit. Du wirst Oma. Ja. Nein, ich bin nicht daheim. Ich bin im Bus. Ja, Mama. Du kannst uns besuchen. Gut, alles Liebe. Tschüss. So, wie soll ich jetzt hier bitte links abbiegen noch? Ah, der hintere, da lässt uns rein. Das ist immer gut. Das ist gut gemacht, ne? Mit dem reinlassen. So, ich habe die Ampel jetzt gar nicht im Blick gehabt. Hätte ja sein können, dass sie schon rot war. Haben wir Glück gehabt. Das finde ich gut, ne? Sobald man blinkt, signalisieren die einen auch durch Stehenbleiben, dass man rein darf. Letztens habe ich mir die Indie-Spiele angesehen und dieses coole Spiel Son of Nor gefunden. Worum geht's da? Du bist eine magiebegabte Person. Bisschen Werbung. Untergang deines Volks zu verhindern. Du kannst jederzeit Dinge durch Telekinese aufheben, den Boden verformen und all das mit elementarer Magie kombinieren. Du solltest es dir holen, Mann. Dann können wir online im Koop-Modus spielen. Klingt ziemlich cool. Ich schaue es mir an, wenn ich daheim bin. Ja, lass mal machen. Also, der Busfahrer spielt mit. So, ein bisschen riskant, weil wir da hinten gleich zur Bushaltestelle rechts ran müssen. Aber jetzt sehe ich die Ampel nicht. Ich mach mal so, damit wir hier jetzt zack vorbeiziehen können. Da hat er aber doof geguckt, ne? Ach, vielleicht musste er auch nur rechts abbiegen. Ist das gar nicht die Bushalte? Brauchen wir die? Ja, ich glaube schon. Guck mal, hier ist einer Julia. Oder eine. Viel mehr. Sonst wäre es sehr bedenklich. So, die anderen wollen nicht. Doch. Natürlich. Immer rein damit. 1, 2, 3, Alt F, Q. Ja, jetzt wird es eng hier. Vorsichtshalber. Nächster Halt. Ey, ich war schon lange über die Ampel rüber. Aber sorry. Bitte vergewissern Sie sich. Das Spiel verarscht mich schon wieder. Wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Ich war wirklich mit Grün schon drüber. Wollte nur nicht die Leute überfahren. Deswegen bin ich nicht direkt in die Kreuzung reingefahren. Frechheit. Dann machen uns die hier noch. Dann machen die hinter uns da noch aufmerksam. So, ich sollte vielleicht das Polizeiauto vorbeilassen.
So, eigentlich müssen wir durchfahren, ne? Wegen der dummen Gäste, die uns noch aufmerksam machen, wenn wir hier mal eigentlich gar nicht über die rote Ampel gefahren sind, weil sie definitiv noch grün war. Also gut, ich weiß, verpisst euch, haltet eure Fresse und raus aus meinem Bus. Aber flott. Halt die Fresse, so. Gut, eine schöne, entspannte Busfahrt. Wir haben diese Drecksstrecke hinter uns. Oh, gar nicht so schlecht, die Einnahmen. Hei, guckt euch die Werbeeinnahmen an. Ist das herrlich. Ho? Also, so dauert es nicht mehr lange, bis wir den nächsten Bus kaufen können. 210.000, glaube ich. Das ist doch mal fein. So, dann haben wir auch endlich hier wieder einen für die Strecke. Eigentlich bringt es noch einen einzustellen. Eigentlich schon, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Komm. Erfahren und 350. 850. Oh. Ich habe mich schon gefreut, dass wir hier einen tollen Busfahrer erwischen, aber das waren ja unsere. Lehrling, so teuer. Erfahren, 860, ja, nehmen wir. So, dann können wir die direkt hier, ich guck mal, was haben wir hier, Profi, sehr erfahren, erfahren. Hier brauchen wir ja jemanden auf der Strecke, so. Und dann können wir nächste Folge nämlich einmal diesen Haken hier machen. Zwei Haltestellen, dann fahren wir die ab und dann erstellen wir uns eine komplett neue Route, wo komplett der Industrial District mit drin ist. Also Leute, nächste Folge geht's weiter. Nicht den Daumen hoch vergessen und bis dann. Wir sehen uns. Tschüss.